Herzlich willkommen zu einem neuen Kochen-Video auf meinem Kanal. Für dieses Rezept hatte ich ein Rezept, was ich mir im Internet herausgesucht habe, als Vorgabe. Und das habe ich ein bisschen variiert. Ich durfte zum Beispiel keinen Schweinehack verwenden, so wie es eigentlich im Rezept stand. Deswegen habe ich Rinderhack genommen und zusätzlich noch Baconwürfel, weil die durfte ich benutzen. Da sage ich aber später nochmal was dazu. Im Moment konzentriere ich mich darauf, eine Zwiebel zu würfeln. Und das Ganze machen wir hier im Schnelldurchlauf. Was wir außerdem noch brauchen, neben den Zwiebeln, das sind Kartoffeln. Denn wir machen unseren eigenen Kartoffelbrei, unseren eigenen Kartoffelstampf. Das ist Premiere, habe ich glaube ich auch noch nie gemacht. Ich hatte mir kurz überlegt, von Fanny oder so irgendein Fertigpäckchen anzurühren, aber dann habe ich mich dazu entschieden, den Kartoffelbrei selber zu machen und dafür brauchen wir mehlige Kartoffeln. Und die habe ich auf der unteren linken Herdplatte schon mal aufgesetzt und habe sie etwa 45 Minuten lang kochen lassen. In der Zwischenzeit habe ich dann den Bacon angebraten in etwas Sonnenblumenöl. Und da kommt jetzt noch das Rinderhack hinzu. Das Rinderhack wird natürlich braun krümelig durchgebraten. Das heißt, wir müssen das so lange zerkleinern, bis es braun und ja, krümelig ist. Das dauert recht lange, deswegen werden wir auch hier die Zeit mal wieder etwas vorspulen. Später kommen dann noch die Zwiebeln mit dazu und dann wird das Ganze gewürzt mit etwas Pyramidensalz. Ihr könnt natürlich auch anderes Salz benutzen, was ihr so daheim habt. Ich wollte mal dieses spezielle Pyramidensalz ausprobieren, was wir zufällig im Küchenschrank haben. Und außerdem kommt da noch schwarzer Pfeffer dran und reichlich edelsüße Paprika. Thank you.
wenn das Hackfleisch ordentlich durchgebraten ist, dann kommt das als erste Schicht sozusagen in unsere Auflaufform rein und derweil können wir etwa 400 Gramm Sauerkraut in der Pfanne anbraten, und zwar in der gleichen Pfanne, in der wir gerade unser Hackfleisch zubereitet haben. Ja, also 400 Gramm Sauerkraut, 250 Gramm Rinderhack, ungefähr 200 Gramm Baconwürfel und 400 Gramm weichkochende Kartoffeln. Das sind hier so in etwa die Mengen, die ich benutzt habe. So, die Kartoffeln habe ich zwischenzeitlich abgegossen. Die sind inzwischen schön weich. Das angebratene Sauerkraut benutzen wir jetzt als zweite Schicht für unseren Auflauf. Gut verteilen auf dem Hackfleisch. Die Kartoffeln wurden geschält und kommen jetzt in einen Topf hinein, wo wir sie mit einem Schneebesen ordentlich umrühren. Mit bisschen Milch verdünnen wir das Ganze. Auch hier kommt Salz und Pfeffer rein und als winterliches Gewürz habe ich dann noch einen ordentlichen Schuss Zimt hineingegeben. Außerdem eine kleine Prise Muskatnuss sowie ein einzelnes Ei. Das Ganze ordentlich umrühren, schön aufkochen. Und wenn es fertig ist, kommt das als dritte und letzte Schicht sozusagen über unseren Auflauf. Den Ofen heizen wir vor auf Umluft und ca. 180 Grad. Und dann kommt im letzten Schritt da noch ein Becher Sahne über den Auflauf und in den Kartoffelbrei hätte noch ein Stück Butter hineingemusst. Das habe ich leider vergessen, deswegen habe ich das hier versucht mit der Schlagsahne zu vermischen. Das ging aber nicht und deswegen musste ich das Butter-Sahne-Gemisch noch kurz in den Ofen stellen und so weiter und so fort. Lange dramatische Geschichte. Am Schluss hat es dann aber doch geklappt. Ich habe das Ganze irgendwie miteinander vermengt. Und dann letztendlich noch drüber gekippt. Das Ganze muss dann nochmal für ca. 40 Minuten in den Ofen, bis der Kartoffelbrei schön braun ist und dann wird das Ganze hier angerichtet. Hat dann auch überraschend gut geschmeckt. Ein winterliches, sehr energiereiches Gericht, würde ich sagen, eben mit Sauerkraut, Hackfleisch, Bacon und Kartoffeln. Das war's mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn dem so ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Glocke drücken nicht vergessen. Macht's gut und tschüss.